Ärger ist unglaublich groß über die Dummheit von so einem Sportler. Ich muss das ganz klar so krass hier so sagen. Der Zeitpunkt hätte auch nicht ungünstiger sein können. Überschattet, nicht überschattet, aber bringt natürlich so einen negativen Touch jetzt bei so einem so wirklich schönen Ereignis. Und ich finde es sehr, sehr schade für die Tour, für Düsseldorf, dass wir jetzt wieder mit solchen negativen Nachrichten hier auch umgehen müssen. Wir haben alle nur die Hände über den Kopf geworfen und haben gesagt, er war ein Idiot. Und ich wusste auch gar nicht, ich kenne ihn eigentlich nicht so und wusste auch nicht, dass er hier jetzt auch bei der Tour dabei sein sollte. Umso ärgerlicher natürlich, wenn es jetzt ein Fahrer wäre, der, sag ich mal, einem kleinen Team angehören würde und Rennen fahren würde, die wir halt, mit denen wir halt nichts zu tun haben. Wäre halt schon ärgerlich, aber ja, er sollte halt hier bei der Tour starten. Umso bitterer ist es natürlich für das ganze Event. Und aber da sieht man halt, wie doof manche Leute sind. Und mehr fällt mir da eigentlich auch nicht zu ein.